Die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung haben unser Land in eine dramatische Lage gebracht. Zigtausende Menschen haben ihren Job verloren. Tausende Selbstständige und Unternehmer stehen vor dem Aus. ÖVP und Grüne haben zu spät reagiert, haben die Grenzen nicht geschlossen. Dafür sind die Maßnahmen jetzt umso härter für die Bevölkerung. Und keiner weiß, was als nächstes kommt. Die Maßnahmen, um Jobs zu erhalten und die Betriebe zu unterstützen, sind halbherzig. Sie lösen die Probleme der Menschen nicht, sondern machen sie zu Bittstellern und Almosenempfängern. Zudem greift die Regierung massiv in Grundrechte ein. Die totale Überwachung der Bürger steht in den Startlöchern und die Allmachtsfantasien der Regierung soll dauerhaft zur Realität werden. Für uns ist klar, es kann nicht heißen Freiheit oder Gesundheit, sondern es muss heißen Freiheit und Gesundheit. Wir gehen daher in der Bewältigung der Corona-Krise einen anderen Weg. Es braucht daher einen Rechtsanspruch für alle Unternehmer auf Entschädigung, eine automatische Akontozahlung für alle und eine Abwicklung über das Finanzamt. Zur Sicherung der Arbeitsplätze, ein Ende des schwarz-grünen Bürokratismus und der Almosenpolitik. Eine echte Soforthilfe für alle Österreicher, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, eine Preisgarantie für Güter des täglichen Bedarfs, eine kostenfreie Stundung von Krediten und Leasingraten, Überbrückungskredite müssen zinslos gewährt werden, eine Bundeswohnbeihilfe, damit die Menschen sich ihr Dach über dem Kopf noch leisten können. Das sind die freiheitlichen Vorschläge, die bei der Regierung nur auf wenig Gegenliebe gestoßen sind. Die Regierung vermischte bei der Nationalratssitzung am Freitag lieber wieder alle Themen in Sammelgesetzen und nötigte die Abgeordneten, zu guten und schlechten Maßnahmen gleichzeitig Ja oder Nein zu sagen. Das ist kein seriöser Parlamentarismus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist kein Schulterschluss, sondern das ist die Bulldozer-Methode, mit der Sie da versuchen, das Parlament vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und dagegen muss Widerstand geleistet werden. Daher hat die FPÖ am Freitag Nein zu diesen Sammelgesetzen gesagt. Denn unser Land braucht einen dringenden Strategiewechsel, ganz zum Wohle der Österreicher.